What's up? Hi und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und im heutigen Video geht es darum, was für Equipment ich benutze. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder und öfter die Frage bekommen, Tobi, welche Kamera benutzt du? Tobi, welches Objektiv hast du? Tobi, mit was filmst du? Tobi, mit was machst du deine Fotos? Und ja, jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich mache für euch da draußen, für alle einmal ein Video, ein aktuelles Video, was ich aktuell in meinem Kamerarucksack habe. Und deswegen würde ich sagen, wir reden gar nicht lange ums Thema drumherum. Ich hole meinen Kamerarucksack und wir legen los. So, und da haben wir auch schon das gute Stück. Ich habe einen ganz klassischen Kamerarucksack von Amazon bestellt. Nichts Besonderes oder so. Marke Pedea. Ist nichts Besonderes oder so, aber tut seinen Zweck. Ihr findet auf jeden Fall alle Links unten in der Videobeschreibung zu meinem Zeug, falls ihr dasselbe kaufen möchtet. Diesen Rucksack kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bis heute bin ich damit komplett zurechtgekommen und musste noch nie irgendwie zweimal laufen oder so, weil ich tatsächlich alles in den Rucksack bekommen habe. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass ich nicht allzu viel Equipment habe, so, weil ich bin der Meinung, so, ich brauche nicht mehr als das, was ich habe. Und ihr dürft auch nicht vergessen, Equipment ist nicht alles. Letztendlich kommt es immer noch auf die Person hinter der Kamera an, wie das Footage wird, beziehungsweise wie das Video oder die Fotos werden und nicht aufs Equipment. Und ich habe auch mal klein angefangen, das heißt, ich hatte auch nicht immer dasselbe Equipment, wie ich jetzt habe. Ich habe mir das nach und nach über die letzten 8 Jahre aufgebaut. Also wenn ihr mit einer Kamera anfangt, die 200, 150 Euro kostet oder so, macht euch keine Gedanken, das kommt mit der Zeit. Ich habe auch damals, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, man sieht ihn nicht, aber ich kann es hier mal auf jeden Fall einblenden, mit einem 80 Euro Camcorder das Filmen angefangen. Also wie gesagt, Equipment ist nicht alles, ihr könnt euch das nach und nach aufbauen. Und ich war auch nicht immer auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin. Und vor allen Dingen, es kommt nicht aufs Equipment drauf an. So, jetzt habe ich aber lang genug drum herum geredet. Jetzt würde ich sagen, wir machen hier einfach mal den Rucksack auf. Zack. Und wir legen direkt los. Natürlich mit der allerwichtigsten Sache hier in meinem Kamerarucksack, und zwar der Sony Alpha 7 III. Mit der Sony Alpha 7 III filme ich jetzt gerade auch dieses Video und da habe ich noch ein anderes Objektiv drauf, das werde ich euch aber auch gleich noch zeigen. Ich stelle es euch vor und packe ein paar B-Roll-Shots drüber, dass ihr das auf jeden Fall auch seht. Aber hier in der Hand halte ich jetzt gerade die Sony Alpha 7 III mit dem Sony G-Master 24-105 mit 4er-Blende. Das habe ich mir einfach geholt, weil man einfach eine extrem große Reichweite hat, was Bildfokus angeht. Also ihr könnt wirklich schön auf 24 mm filmen, aber könnt auch wirklich nah reingehen auf 105 mm, um näher ans Geschehen ranzukommen oder einfach euer Objekt im Bild noch ein bisschen näher zu bekommen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, näher hinzugehen. Hat sehr, sehr guten Autofokus und In-Body Stabilization bzw. Optical Steady Shot nennt sich das Ganze. Und damit könnt ihr halt wirklich sehr, sehr nice Aufnahmen schon aus der Hand machen, ohne dass ihr großartig einen Gimbal braucht oder so. Genau, und das ist eigentlich soweit zur Kamera. Sony Alpha 7 III mit dem Sony G-Master 24-105. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Objektiv, was ganz interessant sein kann. Und zwar das Sony 85 mm mit 1,8er Blende. Mega, mega geiles Objektiv, um Porträtshots aufzunehmen. Nutze ich aber auch sehr, sehr gerne zum Filmen. Ist preistechnisch gar nicht so teuer. Ich glaube, das liegt bei knapp 450 Euro aktuell oder so. Also jeder, der Porträtshots oder sowas in die Richtung machen möchte, dem kann ich dieses Objektiv auch nur ans Herz legen. Feiere ich sehr, sehr krass. Ich habe mir das anfangs immer nur von einem Bekannten von mir ausgeliehen. Wenn du das siehst, du weißt ganz genau, dass ich dich meine. Vielen, vielen Dank dafür. Aber inzwischen habe ich mich tatsächlich in dieses Objektiv verliebt und habe mir deswegen eine eigene Variante geholt. Und was für ein Objektiv ich noch auf der Kamera gerade aktuell drauf habe, das ist das Sigma 35 mm mit 1,4er Blende. Sehr, sehr, sehr geiles Objektiv, feiere ich sehr extrem und ist auch aktuell mein Lieblingsobjektiv.
Film, wie gesagt, damit auch gerade, benutze das wirklich in allen möglichen Situationen. Ich benutze das zum Filmen, ich benutze das zum Fotografieren, egal ob ich Autos fotografiere, Leute fotografiere, Locations fotografiere. Einfach sehr, sehr geil, auch weil ihr auf Blende 1.4 ablichten könnt und bekommt dadurch diesen extrem unscharfen Hintergrund. Jetzt aktuell bin ich auf Blende 2.8, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich das Ganze jetzt auf Blende 1.4 noch stellen würde, hätten wir hier natürlich noch mehr unschärferen Hintergrund. Wie gesagt, das Sigma 35mm mit 1.4er Blende, sehr, sehr geiles Objektiv, kann ich jedem nur empfehlen. So, dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter hier in meinem Kamerarucksack. Und zwar mit meiner Drohne. Und das ist die DJI Mavic Pro. Die hatte ich mir, glaube ich, vor 2,5, 3 Jahren, als die recht neu rausgekommen ist, gekauft. Und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden mit der. Aber ich werde in Zukunft auf jeden Fall upgraden auf die DJI Mavic Pro 2. Ist das, glaube ich, inzwischen. Weil die Kamera entspricht einfach nicht mehr meinen Anforderungen so weit und ich bin damit einfach nicht mehr zufrieden im Bildlook, vor allen Dingen, wenn man mal das Footage von der Sony Alpha 7 III vergleicht mit dem Footage von der Mavic. Natürlich darf man nicht vergessen, ihr habt hier natürlich einen viel, viel kleineren Bildsensor in dieser kleinen Kamera als in der Sony Alpha 7 III, aber trotzdem, ich finde, das beißt sich schon sehr extrem, wenn ich ein Video schneide und Footage aus beiden Kameras, einmal von der Sony Alpha 7 III und einmal von der Mavic verwende. Und man sieht einfach einen sehr, sehr extremen Unterschied und deswegen möchte ich einfach upgraden, auch wegen dynamischem Umfang. Deswegen, das heißt, falls jemand Interesse haben sollte, in diesem Sinne verkaufe ich jetzt hier diese DJI Mavic Pro. Falls jemand Interesse hat, einfach mal in die Kommentare schreiben oder mir auf Instagram schreiben, tobi.obermeier. Wer Interesse daran hat, gerne mal schreiben und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und ich kann euch gleich sagen, es gibt nicht mehr viel. Wir haben hier noch einmal einen externen Monitor. Den verwende ich einfach, um bessere Kontrolle über mein Bild zu haben, egal ob das jetzt die Belichtung oder der Fokus zum Beispiel ist. Und das ist einfach ganz cool, den zu haben, um eben, wie gesagt, das Bild nochmal abzuchecken. Aber der wird auf jeden Fall auch geupgradet. Ich habe hier aktuell den AnyCine 4K. Für den Anfang besser als nichts, sage ich jetzt mal. Ihr könnt damit gut arbeiten. Aber es gibt natürlich bessere, zum Beispiel der Ninja 5 von Atomos. Extrem geiles Teil, auf den werde ich höchstwahrscheinlich upgraden. Aber wie gesagt, für den Anfang, ich habe jetzt hier mit diesem Monitor die letzten 1,5, 2 Jahre gearbeitet und habe immer das machen können, was ich machen wollte. Nur mit dem Ninja 5 zum Beispiel kann man halt extern aufnehmen, hat nochmal ein paar mehr Dynamic Stops in der Nachbearbeitung, dann auch was Farbe angeht und so. Aber wie gesagt, AnyCine 4K für den Anfang kann ich dem jedem empfehlen. Bin ich bis heute eigentlich mit zufrieden. Sehr, sehr nicer Monitor. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch weiter mit dem ganzen Kleinzeug. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einmal das Rode Mic Go, müsste das sein. Das habe ich einfach dabei, falls ich mal Run and Gun irgendwie Audio brauche oder so und jetzt nicht direkt das Lavalier auspacken möchte. Da kommen wir direkt auch zum Lavalier. Das kann ich euch so jetzt auch nicht zeigen, aber ich werde auf jeden Fall ein paar B-Roll-Shots darüber einblenden. Das ist das Rode Link Filmmaker Kit. Ist einfach eine ganz normale Funkstrecke mit Lavalier-Mikrofon. Sehr, sehr cool für Interviews oder ja, ich habe das Ganze auch schon für Podcast-Interviews aufgenommen bzw. benutzt und bin damit mega zufrieden. Das kann ich wirklich auch nur jedem weiterempfehlen, der Ton aufnehmen möchte und nicht tonmäßig mit Kabel gebunden sein möchte. So, und dann sind wir eigentlich auch schon hier, was den Bereich angeht, fast am Ende. Und zwar habe ich nämlich hier eigentlich nur noch eine Menge Akkus kann man nie genug dabei haben. Ja, halt Akkus für meine Sony Alpha 7 III und Akkus für den externen Monitor. Natürlich habe ich eigentlich noch die Ladegeräte mit drin, aber die, glaube ich, brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ansonsten habe ich hier noch Lens Cap? Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger, die man auf die Kamera schrauben kann und auf die Objektive hinten drauf, dass kein Staub reinkommt. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Täschchen, was ich hier noch drin habe. Sind einmal Mikrofasertücher, einfach um hin und wieder mal über eine Linse wischen zu können, um den Staub zu entfernen. Und hier habe ich eben nochmal ND-Filter für meine Drohne. Eben selbes Prinzip, wie ich gerade erklärt habe, was ein ND-Filter bei einer Kamera eben macht. Genau dasselbe habe ich hier eben in klein für die DJI Mavic Pro.
Was natürlich auch in keinem Kamerarucksack fehlen darf, sind kleine Sennstücke. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr zum Beispiel eine Kamera auf einem Objektiv fixieren möchtet, auf der Kameraplatte oder auf einem Gimbal oder so, braucht man immer mal Sennstücke und nicht immer hat man Sennstück oder Kleingeld in der Hosentasche. Deswegen habe ich mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Sennstückchen in meinem Kamerarucksack rumfliegen. Aber Sprichwort Gimbal, da können wir jetzt eigentlich dann gleich weitermachen. Aber zuerst habe ich hier oben noch in einem kleinen Fach Visitenkarten, falls man mal irgendwie unterwegs ist und jemand einen anspricht, hey, was machst du? Und du erzählst, ja, ich mache hier so krasse Fotos, krasse Videos, dies, das, hin und her. Kannst du einfach mal Visitenkarten mitgeben oder falls du wirklich konkret gerade unterwegs bist und Visitenkarten verteilen möchtest. Ansonsten habe ich hier noch ein kleines Täschchen mit ein paar weiteren SD-Karten, falls mal die 128 GB SD-Karte vollgehen sollte. Man weiß ja nie, ne? Und dann haben wir hier oben noch einen Apple MacBook Pro in 13 Zoll. Den habe ich aber nicht immer dabei, sondern wirklich nur, wenn ich on the go bin und wirklich einen Laptop brauche, um direktes Footage zu sichten oder wenn ich unterwegs bin und Mails schreiben muss oder wenn ich direkt unterwegs mal ein Video schneiden muss oder so, habe ich hier auf jeden Fall den Apple MacBook Pro im 13 Zoll Format. Auch sehr, sehr nice. Ist natürlich jetzt kein Biest, was Leistung angeht, aber meine ganzen großen Projekte und so, die schneide ich hier bei mir im Office. Da habe ich hier unten meinen Desktop-PC stehen mit extremen Leistungen, viel Arbeitsspeicher, krassen Prozessor, etc. Mit dem kann ich wirklich problemlos all mein Footage bearbeiten. Und jetzt würde ich sagen, ich packe hier einmal schnell den Kamerarucksack auf die Seite und dann kommen wir noch zum Gimbal. Und dann war es das eigentlich schon wieder. So. Und hier ist das ganze Ding auch schon. Ich habe den DJI Ronin S und bin damit mega zufrieden. Ich mache das ganze Ding hier mal auf. Ihr werdet jetzt natürlich nicht allzu viel sehen, aber ich blende hier einfach mal wieder ein paar geile B-Roll-Shots drüber ein. Damit stabilisiere ich einfach meine Kamera, falls ich das möchte. Ich bin inzwischen großer Fan vom Handheld-Look, also wirklich, wenn man aus der Hand filmt. Aber wenn ich halt doch mal wirklich ruhige Aufnahmen brauche oder so, dann habe ich den DJI Ronin S. Wie gesagt, bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr zufrieden mit. So, und wie gesagt, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wie ihr gesehen habt, ich habe gar nicht allzu viel Equipment, aber kann trotzdem damit echt hochqualitative Videos produzieren. Und wie gesagt, ihr dürft auch nicht vergessen, jeder fängt klein an. Also wenn du jetzt keine Sony Alpha 7 III hast und ein Objektiv für 1000 Euro, für 800 Euro oder so, jeder fängt klein an, bau dir Schritt für Schritt dein Portfolio auf und somit kannst du immer upgraden und dein Equipment auch verbessern. Aber wie gesagt, letztendlich bist du die Person, die hinter der Kamera steht und dafür verantwortlich ist, was aus der Kamera rauskommt, nicht die Kamera selber oder das Objektiv. Natürlich helfen dir die ganzen Sachen, dein Ziel zu erreichen, aber wie gesagt, alles Schritt für Schritt upgraden. Ich habe mir auch über die letzten 8 Jahre das ganze Equipment aufgebaut. Bin jetzt natürlich noch nicht bei der RED angelangt oder so, aber auch einfach, weil ich keine RED aktuell brauche. So, ihr müsst auch immer überlegen, was braucht ihr? So, weil natürlich, wenn ich jetzt eine RED-Kamera hätte für 60.000 Euro, fände ich es geil und cool. Aber letztendlich würde ich deswegen keine besseren Videos machen. Also wie gesagt, Equipment ist nicht alles. Es kommt auf euch drauf an. Falls du mehr zum Thema Filmen lernen möchtest, kann ich dir mal die Video Academy empfehlen. Um das Ganze mal abzuchecken, klick dazu einfach mal auf den Link in der Beschreibung. Die Video Academy ist ein Online-Kurs von mir selbst, den ich erstellt habe, um Personen wie dir wirklich das Filmen von A bis Z beizubringen. Egal, ob du kompletter Anfänger bist oder schon fortgeschritten bist, es geht wirklich los bei Equipment-Empfehlungen. Ich habe aufgelistet in verschiedenen Preissegmenten, was für Equipment ich dir empfehlen könnte. Dann geht schon los, wie eine Kamera funktioniert. Ich erkläre dir da auch alles Schritt für Schritt, wie du sie einstellen musst, um cinematische Aufnahmen zu bekommen. Dann geht es ans Filmen, an die Nachbearbeitung und dann habe ich sogar noch eine kleine Bonussektion reingepackt, wie du deine ersten Aufträge erhältst und mindestens mit deinem ersten Video 200 bis 300 Euro verdienst. Also wie gesagt, falls das interessant für dich ist, check auf jeden Fall die Video Academy ab. Link dazu ist in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne dein Feedback in die Kommentare. Falls du irgendwelche Fragen hast, auch gerne damit ab in die Kommentare. Und ansonsten abonniere auf jeden Fall den YouTube-Channel. Ich werde versuchen, dass ich in Zukunft mehr Content hier auf meinem YouTube-Kanal bringe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.